So ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin, hier bei uns auf FS1. Auch wenn die Meisterschaft im Salzburger Fußballunterhaus gerade Sommerpause hat, so bedeutet das nicht, dass sich die Fußballmannschaften in unserem Sendegebiet nicht auf die neue Saison vorbereiten. Wir haben einige der interessantesten Spiele angeschaut und das sind die Themen. Saisonvorbereitung: der USK Gneis war gegen den SC Damsweg erfolgreich. Nochmal Saisonvorbereitung: der erste Oberalmer SV musste sich gegen die Mannschaft des SK Kolomann geschlagen geben und SFV Landescup. Das Spiel zwischen dem Oberalmer SV und dem Oberndorfer SK wurde aufgrund eines Gewitters und anschließender Unspielbarkeit des Platzes beim 0:1 für die Gäste abgebrochen. Wir beginnen gleich mit dem ersten Thema, denn am vergangenen Sonntag fand in Gneis das Saisonvorbereitungsspiel zwischen dem USK Gneis und dem SC Damsweg statt. In der ersten Halbzeit gab es sehr wenig Tore, aber dafür in der zweiten umso mehr, und für wem die Tore gefallen sind, das sehen wir im Folgenden. Im Vorbereitungsspiel zwischen dem USK Gneis und dem SC Damsweg zunächst einmal die in Blau spielenden Gäste am Ball. Behalten den Ball zunächst in der eigenen Hälfte. Können jetzt wieder ein Eckball. Schuss, aber der Ball geht sehr weit am Tor vorbei. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Neuerliche Kontermöglichkeit, aber auch da gab es einen Foul und da könnte es durchaus Elfmeter geben. Die Pfeife blieb allerdings stumm. Jetzt wieder der USK Gneis am Ball. Gute Aktion. Immer noch der USK Gneis. Kugel bleibt allerdings hängen. Jetzt wieder ein neuer Versuch, aber dieses Mal kein Problem für den Kugel. Jetzt wieder ein Pass. Weiter Abschlag. Aber es ändert sich nichts und der Spielstand nach den ersten 45 Minuten lautete torlos 0:0. Dann die zweite Halbzeit. Zunächst einmal die Gastgeber am Ball in der eigenen Hälfte. Pass. Jetzt wieder. Neuerlicher Versuch. Schuss. Und Tor. 1:0. Herrlich herausgespielt. Keine Chance für den Goalie des SC Damsweg, da irgendetwas zu machen. Jetzt wieder ein Rückpass. Der USK Gneis bleibt vorerst am Ball. Kontermöglichkeit aus. Und Nachschub. Der Ball landet zum 2:0 in die Maschen der Gäste. Da könnte man als Goalie durchaus näher hingehen. Jetzt wieder die Gastgeber, die jetzt den Ton angeben. Pass, können den Ball in ihre eigenen Reihen behalten. Rückpass, aber auch da bringt es nicht wirklich etwas ein. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Versuchen es erneut über die linke Seite, aber scheitern zunächst an der Abwehr. Eine klare Führung für die Gastgeber, die auch vom Spielverlauf her absolut verdient ist. Jetzt wieder der SC Damsweg. Pass. Neuerlicher Versuch. Flanke. Und dieses Mal stand es 3:0. Der Goalie der Gäste hatte bei
so einer Situation absolut keine Chance. Rückpass. Der SC Damsbek bleibt vorerst am Ball. Pass. Bleibt hängen. Aber auch dieses Mal geht der Ball am Tor der Gast. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Kontermöglichkeit. Wäre wichtig herauszukommen, aber Tor. 1:3 aus Sicht der Gäste. Ein Tor, das durchaus zu verhindern gewesen wäre. Aber das 3:1 für den USK Gneis ist auch der Endstand dieser Begegnung. 3:1 für den USK Gneis. So lautete also das erfreuliche und auf dem Spielverlauf verdiente Endergebnis in einer Begegnung, bei der der USK Gneis über weitere Folgen den Ton abgab, aber den Ball zunächst nicht im gegnerischen Tor unterbrachte. Von Gneis wechseln wir jetzt nach Oberalm, denn dort spielte die Reservemannschaft des ersten Oberalm SV ein Freundschaftsspiel gegen die erste Reservemannschaft des SK St. Koloman, ein Dennengauer Derby, das einen eindeutigen Sieger brachte. Beim Spiel des SV Oberalm 1b gegen den USK St. Koloman 1b zunächst einmal den weiß spielenden Gäste am Ball. Zunächst einmal ein Vorschuss, der kein Problem für den Goal ist und jetzt wieder in die Kontermöglichkeit. Zunächst einmal die Gäste versuchen es, können sich den Ball zurückerobern. Schuss und Tor 0:1 aus Sicht des SV Oberalm. Keine Chance für den Goalie, da irgendetwas zu machen. Der Jubel natürlich entsprechend groß. Dann wieder der SV Oberalm am Ball. Weiter Abschlag. Verlieren den Ball allerdings an die Gäste, können ihn sich zurückerobern, aber bringen ihn nicht wirklich vor das gegnerische Tor. Jetzt einmal ein weiter Schuss, der allerdings nichts einbringen sollte. Dann wieder der USK St. Koloman, aber auch dieses Mal geht der Ball vorbei. Es war klar abseits. Dann wieder Gäste am Ball verlieren ihn an den SV Oberalm. Das Spielgeschehen spielt sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Gute Aktion und mit solchen Schüssen hat ein Goalie eigentlich keine Probleme. Neuer Versuch. Pass. Auch dieses Mal geht der Ball am Tor vorbei, aber dennoch gelingt es den Gästen aus St. Koloman. Ziemlich ein deutliches Ergebnis nach der Halbzeit und 45 Minuten. Dann die zweite Halbzeit. Weiter Abschlag des Oberalmer Goalies. Pass. Die Oberalmer bleiben zum nächsten Ball. Verlieren ihn an den USK St. Koloman. Schöne Aktion. Aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder für ein Konter der Gäste. Spielt ihn schön in den Lauf, wird hier nicht attackiert und ja, der Ball landet im Tor, könnte man als Goalie durchaus halten. Der Jubel dennoch bei den Gästen entsprechend groß. Und es sollte so weitergehen. Wieder eine ähnliche Situation, wird nicht attackiert. Schuss und bei so einem Schuss hat man keine Chance als Goalie. Dieser Schuss war aus meiner Sicht, anders gesagt, absolut unhaltbar. Jetzt wieder der SV Oberalm. Pass. Gut abgewehrt vom Goalie des USK Koloman, der sich hier durchaus auszeichnen konnte. Dann die Schlussphase gehört wieder den Gästen aus Koloman. Pass. Neuerlicher Versuch. Aber es bringt nichts ein. Soweit also das Wichtigste zu dem Spiel,
des ersten Oberalm SV 1B gegen den 1B-Mannschaft des SK St. Kolmann. Und als nächstes darf ich euch ein Bewerbsspiel präsentieren. Neben der Meisterschaft gibt es ja auch den SCV Landescup und in diesem Bewerb standen sich die Mannschaften des 1. Oberalm SV und des 1. Oberndorfer SK gegenüber. Ein interessantes Spiel, das allerdings leider Gottes witterungsbedingt abgebrochen werden musste, wie wir gleich im Beitrag sehen werden. Im Cupspiel zwischen dem SV Oberalm und dem 1. Oberndorfer SK zunächst einmal die in Weiß spielenden Gäste am Ball. Hier sehen wir den Torhüter, der jetzt den Ball abspielt. Dann, und das sollte auch eine häufige Szene sein, hier wieder der SK Oberndorf. Pass. Aber auch dieses Mal keine wirkliche Gefahr für die Tore. Jetzt wieder mal eine schöne Aktion. Ja, war nicht ganz ungefährlich, einen Querpass vom eigenen Tor zu machen. Ist auf jeden Fall aus Sicht eines Goalies nicht ganz ohne Risiko. Jetzt allerdings wieder die Geste aus Oberndorf. Auch dieses Mal kann der Goalie den Ball mit der Hand sichern. Spielstand 0:0. Jetzt wieder weiter Abschlag. Pass. Gute Aktion, aber auch dieses Mal geht der Ball am Tor vorbei. Und die Gäste aus Oberndorf bleiben am Ball. Weiter Abschlag. Hier steht nach wie vor torlos 0:0 in dieser interessanten Begegnung. Vielleicht jetzt. Der Oberalmer SV zunächst am Ball. Schöne Kontermöglichkeit, aber da gab es angebliches Abseits, was aus meiner Sicht nicht nie und nimmer eins war. Aber gut, es entscheidet auf jeden Fall in so einem Fall der Schiedsrichter. Dann wieder ein Rückpass. Immer noch die Geste aus Oberndorf am Ball. Neuerlicher Versuch. Pass. Jetzt wieder. Weiter Abschlag. Das Wetter scheint auf jeden Fall immer schlechter zu werden. Und wie wir im Hintergrund sehen, war es stark bewölkt. Und auch diese Chance blieb ungenutzt. Das sollte sich rächen. Denn in der 42. Minute sind zunächst die Gäste am Ball. Pass, Lupfer und Tor 0:1 aus Sicht der Gastgeber. War ein ziemlich schöner Heber und die Gäste aus Oberndorf führten zur Halbzeit mit 0:1. Dann die zweite Halbzeit, die aufgrund der Witterungsbedingungen relativ kurz war. Pass. Und das Spiel wurde in der 52. Minute aufgrund eines Wolkenbruchs abgebrochen. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es den Gästen aus Oberndorf, den Ball durch einen herrlichen und sehenswerten Treffer im Tor des 1. Oberalm SV unterzubringen. Und das Spiel wurde leider in der 53. Minute aufgrund eines Gewitters abgebrochen. Und anschließend war der Platz nicht mehr bespielbar. Aus meiner Sicht wäre es am sportlich fairsten, würden das Spiel neu ausgetragen werden, aber man wird sehen, wie es bei diesem Spiel weitergeht. Mit dieser Rückschau sind wir auch schon fast am Ende dieses Sportplatzes angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche allseits noch eine gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1.
Vor der Kamera verabschiedet sich euer Markus Dorn. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.